Leo, herzlich willkommen Ja, hier im danke. Online-Studio. Vielen Dank, ja. Das war wirklich eine überraschende Message, würde ich sagen. Es ist wirklich ein Thema, wo wir nicht oft darüber sprechen, über Engel. Ich möchte generell eine Frage stellen, dir mal so. Sollten wir eigentlich aktiver Engel suchen in unserem Leben? Sollten wir vielleicht sogar die Engel anrufen oder die herbeirufen? Ja, das ist ein gutes Thema. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Also Engel anbeten sollte man nicht. Das steht in der Offenbarung geschrieben. Aber für mich ist es einfach ein Bewusstsein geworden in den letzten paar Monaten, dass wenn ich irgendwo hingehe, in ein Hotel, also immer, dass ich merke, die Atmosphäre, die kann ich prägen, indem dass ich Dinge auslade und Engel bitten, dass sie den Raum füllen. Das habe ich angefangen zu machen und ich kann wirklich sagen, das hat einen Unterschied gemacht, weil wenn man eben viel unterwegs ist, eben man spürt Dinge, man würde das jetzt nicht so benennen. Man sagt, es ist ein komisches Hotel oder einen komischen Ort, aber eigentlich, wenn es Dämonen gibt, gibt es auch Engel und es gibt auch Orte, wo du sagst, da geht mein Herz auf und man kann es oft nicht so, man beschreibt es auch mit Atmosphäre, aber ich glaube auch, man kann es auch mit Engel und auch mit Dämonen erklären. Jetzt, du hast auch so von Portalen gesprochen, und das hört ein bisschen wie bei Marvel, oder? Wo da so das Feuer losgeht und da so ein Ring und plötzlich öffnet sich das Portal. Wie kann ich mir das vorstellen, oder wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir das wirklich so vor, es gibt so wie eine Glocke über einer Stadt und wenn du betest mit der Leiter, dann geht wie ein Loch auf. Das ist wie ähnlich wie so der Hochnebel, ist ein gutes Beispiel, und plötzlich drückt die Sonne durch. Und plötzlich, da wo die Sonne durchdrückt, wird es wärmer und heller und es verdrängt den ganzen Nebel. Das ist ein bisschen mein Bild, wo ich habe. Natürlich, der Heilige Geist, der wohnt ja in uns. Also Gott ist ja nicht irgendwo im Nirgendwo, der wohnt in uns, aber die Dimension von der Engel ist eben eine Dimension, wo es eben zu Gott im Himmel an all diesen Mächten und Gewalten vorbeigeht. Du hast ein paar Beispiele erzählt, wie du das lebst, so, also was für Momente auch eben im Hotel-Setting oder im Flugzeug hast du erzählst. Und für mich nimmt Wunder, wie machst du das ganz konkret? Also hast du da so eine Formel oder so ein Ritual oder wie machst du das Nee. ganz konkret? Wie kann ich das vielleicht für mich zu Hause auch ganz praktisch umsetzen? Ich bin mir wirklich bewusst, wenn man viel unterwegs ist, sage ich zum Beispiel, ich steige in das Flugzeug ein und ich berühre immer das Flugzeug und sage immer so: Gott, ab jetzt komm mit deinen Engel, komm rein und kreiere du die Atmosphäre in dem Sinn. Das ist ein Gebet, wo ich ausspreche, aber ich danach brauche Glaube, dass das funktioniert. Und das ist auch beim Stuhl auch so, wo ich hingesetzt habe und gesagt, diesen Stuhl, den weich, das wissen Leute nicht, die zu mir kommen, sind angeschrieben, der Beffelstuhl, sondern für mich ist es einfach der Stuhl, wo ich immer im gleichen Stuhl bete, weil ich mir gesagt habe, das ist etwas, was ich mich daran gewöhne und auch etwas, was ich etabliere. Wie wenn man hat die Altäre gebaut im Alten Testament oder einen Gedenkstein gemacht. Und das ist schon etwas, was eben der unsichtbaren Welt eben doch eine Bedeutung hat. Also ich mache Dinge ganz konkret, immer den gleichen Stuhl, ich berühre das Flugzeug, ich spreche es aus und dann glaube ich, dass das so sein wird. Ist das generell etwas, wo wir vielleicht mehr uns auch bewusst sein müssen, dass es so eine unsichtbare Welt gibt? Oder wie machst du das konkret? Rechnest du immer mit dem? Ist das so ein omnipräsentes Thema bei dir, Nein, oder? bei mir ist eben so, ich bin ja vom Typ eher ein Möglichkeitsdenker. Ich sehe nie etwas schwarz und weiß. Also ich komme von der anderen Seite. Für mich ist immer, was ich sehe, das kann ich verändern. Aber ich muss wirklich auch ein bisschen lernen, dass eben die unsichtbare Welt ist auch real. Also es ist so, wenn du nach Afrika gehst, dann sagen Leute, ja logisch, die unsichtbare Welt ist real. Bis in Europa ist ein bisschen schwierig, weil was wir sehen, das glauben wir. Und ich muss mich an dem Bereich ein bisschen öffnen und die Leute in Afrika müssen sich ein bisschen öffnen, von was man sieht, könnte man nachher noch verändern. Also es ist ein bisschen immer die Frage, von welcher Seite man kommt. Aber mir tut es mega gut, weil ich eben von Möglichkeitsdenken herkomme. Man kann, wenn man will, Dinge verändern und es gibt effektiv Dinge, auch wenn ich will, nicht geht. Und da ist es gut zu wissen, dass es eine Dimension gibt, eben Kämpfe wie im Daniel, wo man merkt, in der unsichtbaren Welt, da geschieht etwas, hilft mir einfach das Bild, aber ich sehe jetzt nicht hinter allem immer den Dämon. Bin ich vom Typ eben überhaupt nicht, wenn du mich jetzt ehrlich fragst. Eben, es gibt ja, also ich denke, es gibt bei gewissen Leuten, bei denen kommt das ein bisschen esoterisch vielleicht vor, so ein bisschen so übergeistlich, oder wenn man da über die geistliche Welt spricht. Ist das Christentum einfach vielleicht auch spiritueller, Ja, es ist als schon. wir uns das vielleicht bei uns Es ist so. mega spirituell. Ich meine, der Heilige Geist siehst du ja auch nicht. Der kommt in dein Leben, du spürst das und du betest für Leute, für Heilung und Menschen werden gesund. Plötzlich hörst du Gott sprechen, du hast prophetische Träume, du hast Eindrücke. All diese Dinge, es ist schon etwas Spirituelles, weil ja Gott im Moment durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Aber Jesus haben Jesus gesehen, die konnten ihn anfassen, wir nicht. Wir haben den Geist in uns. Und irgendwann wird das auch wieder zusammenfließen, die unsichtbare Welt und das Reale.
wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich das vielleicht nicht so spüre? Also wenn ich zum Beispiel jetzt gebetet habe für meinen Stuhl oder und jetzt ich fühle das nicht so, wie soll ich damit umgehen? Ja, aber ich bin nicht so der Gefühlstyp. Ich finde manchmal das Gefühl ein bisschen überbewertet. Also wenn ich mache es einfach so, ich habe diesen Stuhl geweiht, habe gesagt, okay, das ist mein Bettelstuhl. Punkt, fertig. Mhm. Manchmal fühle ich es, manchmal fühle ich es nicht. Mein Glaube ist nicht auf Gefühlen basiert in erster Linie. Ich sage aber auch nicht, Glaube hat mit Gefühlen nichts zu tun, aber manchmal, ich muss nicht fühlen, sondern ich habe mich entschieden und ich glaube das und ich nehme das wahr, dass Gott da ist. Und das ist ja immer so im Leben. Manchmal hörst du Gott schneller und manchmal länger, aber doch habe ich jetzt gemerkt, bei mir dieser Stuhl und dieses Buch hat bei mir was ausgelöst. Vielleicht könnte ich auch psychologisch auch, gibt es noch ganz andere Gründe, warum. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich habe wirklich da einen Durchbruch erlebt in dem Sinn, in den letzten paar Monaten, wo ich auch selber merke, es ist für mich auch viel mehr Qualität reingekommen. Also man sieht auch das Resultat. Mega stark, ja. Hey Leo, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deine Gedanken. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, dann schau sie dir unbedingt noch an. Es ist wirklich extrem spannend und sei nächste Woche wieder dabei. Wir gehen noch weiter in dieser Engelserie und ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird und was wir noch gemeinsam entdecken werden. Hey, jetzt einfach noch ganz kurz, wenn du neu bist, wenn du neu zuschaust oder vielleicht einfach schon länger reinguckst, aber nicht so wirklich connected bist mit uns als Church. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass du ein Teil wirst von dieser Family. Schau, für uns ist Kirche nicht einfach nur ein Stream, sondern sind Menschen, wo wir gemeinsam zusammen leben, teil unterwegs sind. Und es ist so cool, dass wir heute Möglichkeiten haben, zu connecten, egal von wo du kommst. Meld dich unbedingt bei uns und lass uns wissen, wie wir dir helfen können, dass das ein Zuhause ist für dich. Nächste Woche werden wir unsere Ladies Lounge haben. Die Ladies Lounge live hier in der Samsung Hall und an ganz vielen Orten. Sei unbedingt dabei, wenn du eine Frau bist und schalte dich ein, kling dich ein. Ich bin überzeugt, dass Gott so vieles tun wird an dieser Ladies Lounge und bin gespannt auf all das, was uns dort noch erwartet. Ich weiß, das Team hat so viele coole Überraschungen vorbereitet, also link dich rein und sonst sehen wir uns nächsten Sonntag wieder im ICF. Bis dann.